Hi, ich bin Marc von der Bikeschule Ride First und dem How-To-Portal fahrtechnik.tv. Heute wieder unterwegs im Wald, um euch ein paar Tricks zu zeigen. Unser erstes Thema wäre der Drop, das heißt Geländekanten, die man mit Geschwindigkeit nimmt. Wir wollen uns die geeignete Technik dafür anschauen. Drops hat man nicht nur in Bikeparks, auch auf Trails warten immer wieder Stufen auf einen. Man sollte erst anfangen, die Technik zu lernen, das heißt an einer Bordsteinkante anfangen, dann vielleicht an eine Dreiertreppe gehen. Wir gucken uns noch einmal kurz die Technik an in der Trockenübung. Eine sehr sichere Drop-Variante ist der Manual-Impuls. Das heißt, um das Absacken des Vorderrads zu verhindern, lupfen wir das Vorderrad an. Was wir dafür machen, wir rollen in einer zentralen Position an, gehen in eine tiefe Haltung und von da aus dann nach hinten. Die Arme strecken sich und wir sind dann wie in der Klonsitzhaltung über dem Hinterrad noch in Sattelnähe. Da wir das Gewicht nun verlagert haben, folgt das Vorderrad unserem Impuls und es sackt nicht an der Kante, die wir nachher üben wollen, ab. Ganz wichtig ist dabei die Streckung der Arme. Einer der Hauptfehler ist, dass man aus den Armen reißt, aus den Ellenbogen. Dadurch kommt der Kopf zum Lenker und das Vorderrad fällt abrupt wieder nach vorne runter, was auch bei Drops gefährlich werden kann. Wenn man eine Trockenübung gemacht hat, sollte man jetzt an eine Bordsteinkante gehen. Erst eine normale, dann kann man auch vielleicht eine 2er- oder 3er-Treppe nehmen. Sprich, man fährt mit mittlerer Geschwindigkeit auf die Kante zu, geht vorher in eine tiefe Haltung. In dem Moment, wo das Vorderrad über die Kante rollt, strecken sich die Arme. Es fühlt sich kurz an, als wenn man den Lenker quasi wegschieben würde. Das Vorderrad folgt dem Impuls. In der Airtime geht man wieder in eine zentrale Haltung und wenn die Räder wieder aufkommen, dämpft man das mit den Armen und Beinen wieder ab. Wichtig, geht dabei Schritt für Schritt vor und wiederholt die Sache an der Bordsteinkante immer wieder. Wenn ihr 10-mal sauber am Bordstein gesprungen seid, könnt ihr das auch an anderen Drops im Bikepark oder im Gelände anwenden. Wenn ihr bei euch im Wald oder auf den Trails eine geeignete Kante findet, wo es nach der Stufe auch bergab geht, ist es wichtig, sauber anzurollen. Häufig hat man schon Gefälle und ist schneller. Je schneller man ist, desto weniger stark muss der Impuls sein. Vor der Kante wieder eine tiefe, zentrale Haltung gehen. Die Arme strecken, der Körperschwerpunkt geht nach hinten. Während der Flugphase wieder zentral über das Bike bewegen, den Aufprall, entweder mit dem Vorderrad und Hinterrad zuerst oder beiden Rädern gleichzeitig, geschmeidig aus den Armen und Beinen abfedern. Eine andere Variante bei Drops ist der aktive Absprung. Wenn man ein bisschen stylen will oder einen Trick ziehen will oder einen Gap überspringen will, ähnelt von der Bewegung ein Bunnyhop, eine Rodeo-Bewegung, Vorderrad zuerst, Hinterrad folgt. Danach wieder zentral in der Luft die Landung anvisieren und geschmeidig die Landung abfedern. Nicht nur Drops warten auf Trails, häufig hat man auch leichte Kicker, also Absprünge. Im Bikepark auch Tables, da ist die richtige Technik sehr wichtig. Ihr fahrt in einer zentralen Haltung auf den Absprung zu, geht dann vorher in eine tiefere Position. Wenn das Rad in den Absprung reinrollt, geht ihr wieder hoch in eine aufrechtere Position. Dadurch unterstützt ihr den Absprungimpuls, in den uns der Kicker E wirft. Wichtig ist auch da wieder die Step-by-Step-Vorgehensweise. Sucht euch erstmal kleine Kicker, probiert die Bewegung aus. Erstmal ein Table, wo ihr oben drauf springen könnt. Einer der Hauptfehler ist, dass der Absprung mit dem Ellenbogen abgefedert wird und man dadurch das Vorderrad sehr tief bekommt und gar nicht wirklich abspringt. Achtet darauf, in der Landung geschmeidig Arme und Beine zu nutzen, um den Aufprall abzufedern. Drops sind fahrtechnisch nicht so schwer, aber mental eine große Herausforderung. Wenn man auf die Kante zufährt, sieht man nur das Nichts, einen Abgrund. Dadurch bekommt man schnell eine Stressblockade. Wichtig ist, Schritt für Schritt vorgehen, sich genau angucken, ist die Landung frei und der Auslauf. Und dann ruhig sich herantasten, selbstbewusst an die Sache herangehen. Viel Spaß beim Üben!